Donald Trump sorgt für ziemlich viel Unsicherheit. Gute Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko wären in diesem Fall angemessener. Jonas Rahmer, Beryl M. George Associates. Aufgrund positiver Wirtschaftsaussichten Mexikos hat der Peso seine Minimalwerte, die im Januar fixiert wurden, wieder verlassen und ist um 17% gestiegen. Die jüngsten Arbeitslosendaten registrierten einen seit 2007 nicht mehr fixierten Minimalwert. Glauben Sie, dass der Peso seine Positionen in der nahen Zukunft weiter aufwerten wird? Steigende Ölpreise, ein größerer US-Leitzins und eine wachsende US-Wirtschaft haben den Peso positiv beeinflusst, obwohl die amerikanische Wirtschaft im Endeffekt doch etwas langsamer wächst, als es die amerikanische Notenbank erwartet hat. Die mexikanische Notenbank geht momentan gegen die Inflation an und gegen jegliche Attacken, die die Landeswährung aus dem Gleichgewicht bringen könnten. Aufgrund dieser Faktoren hat der mexikanische Peso einen Zuwachs verzeichnet. Agustin Carstens, der Gouverneur der mexikanischen Notenbank, hat seine Meinung geändert und wird seinen Posten am Ende dieses Jahres doch nicht verlassen, was eine sehr gute Nachricht ist. Gegen die Inflation geht die mexikanische Notenbank mittels einer stetigen Leitzinserhöhung vor. In den letzten 2 Jahren wurden ganze 8 Leitzinserhöhungen unternommen. Im Jahr 2013 befand sich der Zins bei 3%, heute sind es ganze 6%. Meine kurzfristige Prognose legt das US-Dollar-Peso-Paar bei 18,7 fest. Beamte des Weißen Hauses haben mehrmals wiederholt, dass sowohl Mexiko als auch die USA von einer NAFTA-Neuverhandlung profitieren werden. Am vergangenen Dienstag hat der Peso den Wert 18,15 übertroffen. Die Währung stieg auf Maximalwerte, die seit dem Trump-Sieg nicht mehr fixiert wurden. Wie sieht Ihre mittelfristige Prognose aus, vor allem vor dem Hintergrund, dass Donald Trump den US-Dollar etwas schwächen möchte? Das NAFTA-Abkommen ist über 20 Jahre alt. Diesem Abkommen fehlen jedoch einige Details. Durch einen geeigneten Partnerschaftsmechanismus könnten einige Lücken geschlossen werden. Und die Beamten des Weißen Hauses haben völlig recht, indem sie behaupten, dass von einem neuen Abkommen beide Seiten profitieren könnten. Der mexikanische Peso hängt direkt von der Geldpolitik der mexikanischen Notenbank ab. Und der sogenannte Trump-Effekt und die damit verbundenen Marktschwankungen sorgen für massenhafte Spekulationen. Mittelfristig müsste sich das US-Dollar-Peso-Paar bei 18 einpendeln. Die meisten Analysten sagen, dass Trumps Pläne, was die Beziehungen zwischen Amerika und Mexiko angeht, und sein Versprechen, zwischen diesen zwei Ländern eine Mauer aufzubauen, unrealistisch sind. Glauben Sie, dass der Peso sich vor diesem Hintergrund wieder aufrichten könnte? Trump sorgt für ziemlich viel Unsicherheit. Gute Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko wären in diesem Fall angemessener. Ich glaube, dass dieses Währungspaar in der nächsten Zeit größeren Schwankungen unterliegen wird, wobei der Peso seinen momentanen Aufwärtstrend beibehalten wird. Innerhalb eines Jahres könnte das Währungspaar ein Niveau von 17,3 erreichen. Jonas, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Bleiben Sie dran, alles Gute und bis bald.